Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Michael Villers, Inhaber und Gründer der Firma DevCoach. Uns gibt es seit 2007 am Markt. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind Beratung, Schulung und Projekte, wobei ungefähr 60% unserer Arbeit im Projektgeschäft ist. Der Rest teilt sich auf Schulung und Beratung. Das sind so klassische Schulungsthemen wie beispielsweise, was ist denn alles im Framework drin, was mache ich denn da? Das kann aber auch sein, dass man sich mal MS Build anguckt, um halt mal einen vernünftigen Bildprozess aufzusetzen. Was das Thema Beratung angeht, kann es durchaus sein, dass man sagt, oder das haben wir auch schon gemacht, dass es halt darum ging zu sagen, okay, wir wollen Entwickler einstellen, prüft die bitte mal fachlich, ob die wirklich was können. Das kann aber auch sein, dass es wirklich Managementberatung ist oder Strategie, aber da läuft man natürlich da nicht so rum, sondern da zieht man sich natürlich was Vernünftiges an. Ich bin seit knapp 20 Jahren in der Branche, typisches Microsoft-Kind, habe also nur Microsoft gemacht mit leichten Ausflügen Richtung Java, war auch lange Zeit bei Microsoft als sogenannter technischer Berater. Schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit dem Themen Web-Services und Sicherheit. Und Web-Service insofern ganz spannend, weil wenn Sie eine Web-Applikation haben, die hat heute vielleicht 500 User und morgen hat die vielleicht 500.000 User, wie baue ich meine Applikationen, dass die mir unter Stress nicht zusammenbrechen? Haben wir in den vergangenen Jahren ja ein paar Mal erlebt, ne? So in Frankfurt an der Börse, dass da die Aktien runtergegangen sind, weil die sich gegenseitig Pakete verkauft haben, weil die Systeme stehen geblieben sind. Oder bei der Bahn hatten wir es kürzlich auch etwas öfter, aber da wollen wir jetzt mal nicht zu sehr draufhauen. Die kriegen schon genug ab im Moment. Ja, in dem Zusammenhang habe ich auch Sicherheitsanalysen gemacht fürs BSI. Also es sind die Leute, die uns jetzt sagen, Internet Explorer 8 und Internet Explorer 9 bitte nicht nutzen im Moment. Geht ja gerade groß durch die Presse. Und der Punkt ist uns sehr wichtig, weil eins habe ich in den letzten 20 Jahren gelernt, je komplizierter Dinge werden, und umso schlimmer sind die wartbar. Nein, ich habe jetzt nicht WCF und Windows Workflow gesagt, aber wenn man sich damit schon mal näher beschäftigt hat, alte Regel, bitter und hart durch Projekte gelernt, wenn du das Fundament nicht verstehst, wird es irgendwann an den Punkt kommen, wo du ganz große Probleme kriegst, weil der Finger geht auf dich und wenn du nicht weißt, was du tust, hast du dann große Probleme. Und es holt einen. Irgendwann kommt es und holt einen ein. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, haben wir es mal versucht, das in ein Motto zu packen. Das soll auch so ein bisschen eine Überleitung sein. Wie gesagt, einfache Kommunikation. Ich bin Michael, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ja, einfach drauf zukommen. Rest brauchen wir an der Stelle nicht. Und damit sind wir eigentlich schon mitten beim Thema. Ich habe so ein kleines Déjà-vu gehabt, auch als es darum ging, diesen Vortrag so ein bisschen vorzubereiten. Denn diese Situation, die wir jetzt haben, die hatten wir vor nicht ganz 15 Jahren schon mal. Da gab es die C++-Programmierer, die Applikationen für den Windows-Desktop gebaut haben. Und dann kam dann plötzlich eine Programmiersprache wie Visual Basic. Und da hieß es, um Gottes Willen, das ist doch alles Spaghetti-Code, da kann ich doch gar keine wartbaren Applikationen mitbauen. Und das war so um 1998 rum, da war ich noch ein junger, aufstrebender Microsoft-Mitarbeiter. Und mir ist damals so eine Veranstaltung eingefallen, die heißt der Microsoft Tech Talk, jetzt heißt der MSDN, die gibt es immer noch. Und ich habe damals einen Vortrag zu dem Thema gemacht, wie kann ich denn mit Visual Basic wartbaren und pflegbaren Code schreiben. Das sind also sozusagen ein Slide Deck, was ich aus meinen elenden Backups sozusagen wieder hervorgekrümmt habe. Also 1:1 1998. Da könnte man jetzt durchstreichen, VB und JavaScript hinschreiben und der Inhalt wäre nahezu der gleiche. Weil genau an der Stelle stehen wir jetzt, nur mit einem einzigen gewaltigen Unterschied. Heute schreiben wir immer seltener Applikationen für Windows und immer mehr Applikationen, die an einem Browser laufen. Warum in einem Browser? Weil sie auf jedem Device laufen sollen. Gut, Facebook hat jetzt gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir machen jetzt native Applikationen. Gut, jetzt kann man darüber streiten, ob man Facebook als Anwendung unbedingt braucht. Ja? Ich gehöre zu einer Generation, wo ich mich dann einfach nur frage, was soll ich damit? Ja, aber nun gut. Wir wollen uns ein bisschen JavaScript angucken. Bisschen auf die Grundlagen eingehen, da gibt es so zwei, drei Dinge, die man einfach kennen muss, gerade wenn man von .NET herkommt, wenn man von C-Sharp herkommt, gibt es da ein paar Unterschiede, die man an der Stelle auch kennen sollte. Und ja, man kann sehr wohl OOP mit JavaScript machen, auch wenn man es gar nicht glauben sollte. Das Thema Patterns steht ja auch immer so ein bisschen vorne noch dran. Ja, auch in JavaScript gibt es Patterns und ja, man kann die anwenden und die funktionieren gar nicht so schlecht. Und am Schluss wollen wir einen kleinen Schwenk machen, weil Performance ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Es gibt so ein, zwei Dinge, auf die man achten sollte bei JavaScript. Es gibt noch eine ganze Menge mehr, aber für den Anfang gibt es da so ein, zwei Punkte, die man sich mal angucken sollte und die man an der Stelle auch kennen sollte. Das soll so ein bisschen der Fahrplan sein und ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Grundlagen. Ich habe in JavaScript eigentlich das, was ich in anderen Programmiersprachen auch habe. Ich habe Zahlen, ich habe Strings, ich habe Arrays. Ich habe auch sowas wie Null, auch das gibt es.
Also das ist nichts weiter Verwunderliches. Gut, ich habe sowas wie ein Datum, ich kann mathematische Operationen ausführen. Da sehen wir mal so die ganze Liste der Operatoren und eigentlich, wenn wir aus dem Bereich C-Sharp herkommen, gibt es eigentlich nur zwei Stück, die erstmal für Aufmerksamkeit sorgen. Da steht so ein dreifaches Gleichheitszeichen. Irgendjemand eine Idee, was das soll? Was haben Sie gesagt? Hartentypvergleich? Genau, wir gucken uns das mal an. So, zu dem Zweck holen wir uns mal unsere JavaScript-Umgebung Nummer 1 auf den Schirm und gucken mal, was wir damit so treiben können. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes. Gehe jetzt mal hierher. Und mach mal sowas hier und guck mal, was rauskommt. Ja? JavaScript versucht da clever zu sein, weil das eine ist eine Zahl, das andere ist ein String und er versucht jetzt irgendwie anhand der Inhalte zu erkennen, ja, ist gleich, passt. Ist aber nicht ganz das, was wir wollten. Was wir eigentlich wollten, ist das hier. Und wenn ich sowas hier mache, kommt dann natürlich sowas bei raus. Ne? Entsprechend das Ganze mit dem Negationsoperator mit einem Ausrufungszeichen davor. Das heißt also strict checking und wann immer ich Vergleiche mache in JavaScript, ist das ein dreifaches Gleichheitszeichen oder ein Ausrufungszeichen oder ein doppeltes Gleichheitszeichen, damit ich eben nicht in die Falle reinlaufe, wie wir da oben gesehen haben. Das ist anders. Jo. Ein Operator oder eine Sache ist dabei anders zu behandeln, wenn ich jetzt sage, wie teste ich das denn? Auf 0. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, wenn ich ein Objekt auf 0 teste, ist es einfach der Test, indem ich einfach das Ausrufungszeichen vorne davor setze und weiß, ist der 0 oder ist der nicht 0. Und der gibt mir dann eben true und false zurück und nachdem kann ich dann eben weitermachen oder eine Exception werfen, die es in JavaScript auch gibt oder was auch immer. Okay? Also das ist der einzige wesentliche Operator, den man da bedenken muss. So, wo sind wir denn hier? Ah, das ist einer der Gründe, warum ich Windows 7 immer noch schön finde. Ja? Es wird ja mit 8 alles anders. So. Ganz wichtig ist es, Sie haben eben gerade gesehen, ich habe da ein var x gleich hingeschrieben. Wenn ich da x gleich hinschreibe, ist das eine globale Variable. Und das haben wir nun seit Jahrzehnten gelernt, dass wir das bitteschön nicht tun sollen, weil es ja unheimliche Auswirkungen auf unseren Programmcode hat. Wenn wir uns Programme in der Praxis angucken, wissen wir, dass in 80% der Fälle immer noch der Fall ist, dass da globale Variablen drin sind. Also da bitte sehr, sehr darauf achten, weil das kann schon mal ganz schnell passieren, dass man es vergisst und ups, jetzt habe ich eine globale Variable, die ich von irgendwoher verändern kann. Da muss ich bei JavaScript ganz besonders drauf achten. Ja, was Stringklassen angeht, kommen wir später noch dazu. Auch da habe ich verschiedene Operationen. Ich kann abfragen, wie lang ist das Ding? Ich kann ein Substring machen, ein char-add. Das sieht alles so aus, wie man es von C-Sharp erkennt. Und die Dinger machen im Wesentlichen auch das, was man in C-Sharp macht. Ein to uppercase, ein to lowercase gibt es. Alles, was man sich da so vorstellen kann. Rechnen geht auch. Und Datum haben wir auch. Sprich, Date Time. Auch das gibt's. Ja, also das ist bis dahin eigentlich auch noch nicht weiter verwunderlich. Gut, Kommentare haben wir auch. Da können wir irgendwie sie davor setzen, wie wir das von C++ oder C-Sharp erkennen. So, Arrays ist auch ganz einfach. Ja. Bis hierhin sieht das alles noch, wie soll ich sagen, relativ einfach aus. Da ist nichts, wo man sagen muss, das verstehe ich nicht oder das begreife ich nicht. Ne? Ist halt nur blöd, dass ich keine IntelliSense habe. Ich muss halt wissen beim Tippen, was ich tue. Ne? Dynamische Sprache. Das ist im Wesentlichen der einzige Unterschied. Auch hier nochmal Arrays, Vorschleifen, ganz normal, wie man das gewohnt ist. Nein, ein for each gibt es nicht. Aber das wäre jetzt eine Diskussion, was C-Sharp angeht. Wo ist denn der Unterschied zwischen for und for each? Aber ansonsten alles das, wie man es gewohnt ist. Funktionen gibt es übrigens auch. In JavaScript ist alles eine Funktion. Die wird mit dem Schlüsselwort Function deklariert. Was später noch einmal an anderer Stelle verwirren wird, ist, dass wir sehen werden, dass man auch Function in einem ganz anderen Zusammenhang benutzen kann. Dass Function eben nicht nur damit zu tun hat, dass ich eine Funktion deklariere, mit der ich irgendetwas treiben kann. Soweit, so gut. So. Und jetzt gibt es eine Sache, auf die man in JavaScript unheimlich achten muss und die ist völlig anders als in C-Sharp und wenn man da nicht aufpasst, bricht die beim ersten Mal einem ganz schnell das Genick. Ich stelle mir also mal vor, ich mache hier sowas. Ich mache eine Funktion, die nennen wir jetzt mal
Ja? Und auch darauf achten, was so bei der Deklaration anders ist als in C#, dass das mit Kleinschrift anfängt. Also tust dringlich etwa großes T, sondern kleines. Das ist auch ein bisschen anders, wenn man sich an Notation hält. So, wir übergeben Werte, die sind natürlich in der Fall typlos, weil JavaScript als Sprache. Dann geben wir die erstmal aus und gucken mal, was denn da so passiert. Also console.log machen wir da an der Stelle und geben die einfach mal aus, dass wir sehen, was denn da so passiert. Wir sehen auch, Strichpunkt haben wir auch, es ist alles genau das Gleiche, so wie man es an der Stelle gewohnt ist. Dann deklarieren wir uns mal ein Feld für die Ausgaben. Das ist die Deklaration eines leeren Feldes. Und dann wandern wir jetzt mal da durch und versuchen das mal zu besetzen. Das heißt, wir machen genau das Gleiche. Da könnte man fast schon meinen, das ist C#, gut, was wir hier sehen. Gesundheit. Ja, wir haben auch ein Length Property. So, und jetzt könnte ich ja sagen, dass ich sozusagen jeden Wert von dem Ding ausgeben will. Das heißt, ich speichere mir den erstmal in eine temporäre Variable, weil ich den sozusagen mehrfach abrufe. Das ist dann Values halt, Value. Dann haben wir den Values von i und dann packen wir das in unsere Ausgabe mit rein. Und damit ich den später abrufen kann und aufrufen kann, deklarieren wir den als Funktion und sagen hier schlicht und einfach return value. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte ein Aufruf dieser Funktion uns was auf dem Bildschirm ausgeben. Das werden wir gleich sehen. Also print names, das ist die Funktion, die wir aufrufen müssen, was wir dieser Funktion übergeben, sind beispielsweise zwei Namen. Nochmal genau hingucken, Spannung steigt. Und schon haben wir was falsch gemacht. So, nochmal genau hingucken. Habe ich irgendwas vergessen? Printnames steht da, Konsole steht da, Value von Length steht da, Outputs steht da auch. Ja, ich habe was falsch gemacht. Wenn man was macht, sollte man es auch ordentlich machen, ne? Der geht auf, der geht zu. Das heißt, da müsste eigentlich noch eine zweite schließende Klammer fehlen und da müssen wir es haben. So, der müsste es sein. Auf ein neues. Na, gibt's das? Unglaublich. Also nochmal. Wir geben ihn aus, wir weisen es zu. So, ich habe hier meine Klammern drin. Ich weise den hier zu. Bin ich jetzt blind oder sehe ich es nicht? Was sagst du? Ach Gott, ja. Meine Güte. Stimmt. So, jetzt müsst ihr es fressen. Dankeschön. So, gucken wir uns den mal an. Das sieht doch schon mal viel besser aus, aber... Wir sollten vielleicht am Ende die Sachen auch noch ausgeben. Das heißt, wenn wir die Schleife durch haben, machen wir das Ganze nochmal. Und zwar holen wir uns jetzt das Ganze hier nochmal hin und machen das Ganze mit dem Outputs. Und sagen hier war Output ist gleich Outputs von i und geben das ganze Ding dann aus mit einem console.log und dann nehmen wir i und hängen uns da mal einen kleinen String dran. So, und das ist dann output.name. So, neues Spiel, neues Glück.
gucken uns das Bildchen hier nochmal an. So, und dann haben wir ein Problem. Wir machen es mal ein bisschen größer. Ja, da passiert nämlich nicht das, was man erwarten würde. Weil ich würde ja normalerweise jetzt eine Ausgabe erwarten, dass da steht Michael und Daniel. Da steht aber zweimal Daniel. So, jetzt ist die Frage, warum? Das ist nämlich anders als bei C#. Der Witz in JavaScript, und das gehört sozusagen jetzt wirklich auf den Merkzettel, und ich habe selber auch lange gebraucht, bis ich das begriffen habe, diese Isolation oder Speicherisolation, dass ich mir das merke, dass ich diesen Wert habe, das funktioniert nur innerhalb von Funktionen. Wenn ich da also eine Vorschleife hinschreibe, dann merkt der sich den Wert nicht, der ist weg. Den einzigen Zugriff, den ich habe, ist auf Werte, die hier drinstehen. Statt hier also Value hinzuschreiben, hätte ich hier Values von i hinschreiben können und alles ist gut, weil ich damit ja auf etwas zugreife, was ich hier oben definiere. Punkt 1, Beobachtung Nummer 1. Das ist anders in JavaScript, das muss ich mir merken. Wenn ich mir das nicht merke, dann kann ich an der einen oder anderen Stelle richtig viel Spaß haben. Gut, dann wollen wir uns das Ganze mal angucken. Das heißt, wir gehen wieder zurück in unseren... in unseren Code und ändern das Ganze. Ist es denn wahr? So. Dann setzen wir den mal da unten drunter. So. Nehmen wir ihn hier mal raus und machen da vorne mal einen Print Names. Den lassen wir stehen. Halt, das war einer zu viel. So. Der fliegt weg. So. Und statt Values schreiben wir hier hinten ein Values von i rein und gucken uns das ganze Spielchen nochmal an. Und schon haben wir das, was wir da an der Stelle haben wollen. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das muss ich mir merken. Solche Werte bleiben nur innerhalb von Functions erhalten, ansonsten sind die weg. Diesen Effekt nennt man auch Memorization. Wie gesagt, das gehört, ruht auf den Merkzettel, bevor man es vergisst. Das ganze Spielchen können wir auch noch anders ausdrücken, indem wir diese Funktion nämlich stehen lassen und hergehen und das Ganze ein bisschen anders machen. So, das heißt, ich gehe hier wieder in meine Schleife rein, ich mache auch später wieder meinen Outputs.push. Ich mache hier trotzdem jetzt erstmal die Zuweisung var value ist gleich values von i. Soweit so gut. So, und was ich als nächstes mache, dass ich mir eine Funktion definiere. So, das erste ist, dass ich sage getName ist gleich. So, und jetzt kommt eine Funktion. Und diese Funktion, die ich mir da definiere, die kriegt einen Parameter übergeben. Von mir aus v. So, und da drin merke ich mir jetzt meine Variable. Das heißt, ich sage local ist gleich v. Und weil wir gesagt haben, das Ding bleibt nur bei Funktionsaufrufen erhalten, brauche ich jetzt natürlich noch einen, der sich das merkt. Das heißt, das ist wieder eine Function, die ich habe, die genau diesen Wert jetzt zurückgibt. So, gucken, ob ich irgendwo Klammern vergessen habe. Wenn nicht, werden wir es gleich merken, aber ich glaube, das müsste passen. So, das heißt, was wir dann aber machen, wenn wir den jetzt sozusagen draufschreiben, ist dann, dass wir hier bei name einfach sagen, getName von value und können ihn darauf schreiben und alles ist gut. So. Gucken wir, ob es funktioniert oder ob wir irgendwo was vergessen haben. Na, nochmal zurück. Values, Funktion. Ja, das ist das Gemeine. Wenn man irgendwas vergessen hat, muss man ganz genau hingucken an der Stelle. Da werden wir sozusagen von Visual Studio bedienen wieder zu programmieren. Das heißt natürlich auch, dass man leicht scheitern kann. So, wo habe ich denn hier was vergessen? Siehst du was? Ach, du willst die Funktion ja zurückhaben, genau. So, ne? Habe ich den so?
Nee, aber das müsstet. Ja, er hat die Klammer angemerkt, aber stimmt, das stimmt. Den haben wir schon vergessen, das ist der eine. So. Dann versuchen wir es nochmal. So, Unexpected Token. Habe ich irgendwo eine Klammer oder vergessen oder sowas? Oder eine zu viel? Bei Name habe ich den zu viel, ne? Bei Name ist der zu viel, der hier ist das, ne? So. By the way, wo wir gerade dabei sind, mein Kompagnon in der Firma, Daniel Fischer, der mal so ein bisschen mit drauf guckt, weil gerade bei JavaScript kann man sich ja sehr leicht verhaspeln und da ist es immer ganz gut, wenn man nochmal mit drüber guckt. Na also, das ist doch das, was wir haben wollten. Also, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben gesagt, dass wir innerhalb von Funktionen bleiben. Genau das sieht man dann auch hier. Ich muss also hergehen, damit sozusagen der Wert erhalten bleibt, muss ich den innerhalb von einer Funktion zurückgeben. Das heißt, hier definiere ich mir die Funktion getName und rufe sie hier auf. Das wäre der etwas kompliziertere Weg. Ja? Es hätte an der Stelle hätte der Indexer gereicht, dass ich in eckigen Klammern das zurückgebe, aber das zeigt hier nochmal, lokale Variablen bleiben an der Stelle nur erhalten, wenn es innerhalb eines Funktionsscopes ist. Sonst sind die flöten. Das gehört da oben rein. Und das treibt einen zur Verzweiflung, wenn man damit anfängt und sagt, ich verstehe es nicht, ich begreife nicht, was geht da vor sich. Okay? Gut. Neues Spiel, neues Glück. Was ich mit JavaScript auch sehr schön machen kann, ist etwas, das wir in C# auch schon sehr lange kennen. Wir können funktionale Programmierung machen. Wer arbeitet denn mit Anonymous Delegates oder Lambdas in C#? Aha, ihr macht alle Link, ne? Weil Link ist ja letzten Endes nichts anderes. Ja, das Gleiche haben wir auch in JavaScript. Wir wollen uns das angucken. Und da wir gesagt haben, wir machen alle Link, gucken wir doch mal, was wir da so hinkriegen. Wir bauen uns also eine Funktion where. Dieser Funktion where übergeben wir was, nämlich unsere Items, und wir übergeben dem eine Funktion, nämlich ein Predicate. So. Und was der uns einfach zurückgeben soll, ist, wenn unser Predicate erfüllt ist, auf unseren Items, dann ist alles gut. Das heißt, was wir also machen ist, wir haben unsere items.length und haben dann wieder unsere Vorschleife, die durchgeht, war i gleich 0, i kleiner length, das übliche Spielchen, i plus plus. So, was wir brauchen, was wir zurückgeben, ist sowas wie eine Ergebnismenge. Das heißt, die definieren wir uns dann mal, nennen wir die mal result. Und am Ende machen wir einen Return von Result. So. Und wenn das, was wir da haben, stimmt, das heißt, wenn unser Predicate unsere Bedingung erfüllt, von unserem von was übergeben wir da? Das ist Item von i, dann weisen wir den vielleicht vorher nochmal zu, war Item ist gleich Item von i, nee, Items. So. Und wenn wir das gemacht haben, weisen wir den einfach zu mit einem Result. Punkt push. Packen wir ihn dann da rein. So, das Ding müssen wir natürlich jetzt noch aufrufen. Wo der Mann recht hat, hat der Mann recht. So. Was wir dann noch brauchen, ist, dass wir das Ding aufrufen. Das heißt, wir definieren uns beispielsweise ein Feld von Nummern. Ja, komm, wäre gut, ne? So, und ich jetzt die zurückhaben will, die gerade sind. Da müsste ich jetzt meine Funktion where aufrufen. So, übergebe ihr meine Numbers. So. Und jetzt kommt meine Funktion, die ich aufrufe.
So, diese Funktion muss natürlich einen Eintrag übergeben kriegen, also kriegt die ein Item. So, wenn ich jetzt alle haben will, die gerade sind, gehe ich einfach her und sage hier ein Return Item Modulo 2 gleich 0. So, wenn wir diesmal nichts falsch gemacht haben, können wir dann auf der Konsole die ausgeben, die halt eben gerade sind. Dann gucken wir uns das mal an. Wunderbar. So, wir haben die 6, wir haben die 8 und die 44. So, das ist genau das Gleiche, was ich in C-Sharp mache, ne? Funktionale Programmierung. Where? Also auch das kann ich mit JavaScript machen, auch das ist kein großer Akt. Sehen wir dann an der Stelle. Ne? Das ist genau das Gleiche. Ich übergebe Funktionen an Funktionen, funktionale Programmierung. Auch das ist nichts Neues, auch das geht mit JavaScript, haben wir gerade gesehen. Was ich aber auch machen kann mit JavaScript, ist objektorientierte Programmierung. Ich kann mir also Objekte erzeugen, ich kann den Objekten Parameter zuweisen oder Werte zuweisen. Und was in JavaScript ganz schön ist, wenn ich mit Backend-Diensten arbeite, die mir Daten zurückliefern, kann ich direkt meine Objekte zusammensetzen über JSON, JavaScript Object Notation. Gut, vor ein paar Jahren haben wir das komma-separierte Strings genannt. Jetzt sind das halt geschweifte Klammern und Namen dazu, aber im Grunde genommen ist es eigentlich genau das Gleiche. Ja? Wobei vor 15 Jahren, wenn man sich das mal überlegt, da gab es noch Telefone, die eine Woche gehalten haben. Ne? Also nicht so Hektik und Smartphone und sofort an die Steckdose, hält man heute kaum mehr für möglich. Oder Wählscheiben beim Telefon, okay, aber ist ein anderes Thema. Gut, so. Wenn ich also jetzt hergehe, kann ich also on the fly mir sozusagen Objekte definieren. Ja? So. Zum Beispiel so. Ich könnte aber auch etwas machen, dass ich sage, ich mache sowas hier. Gucken wir doch mal, was da rauskommt. Und lassen uns mal überraschen. Und schon steht da unser Horst. Also ich kann direkt, wenn ich JSON-Strings habe, kann ich die sozusagen direkt Objekte draus machen und ich kann dann auf die Properties zugreifen. Das ist zum Beispiel sehr schick bei solchen, bei der Programm mit dieser Art, dass ich da sozusagen ja eben nicht typbehaftet bin. Und ich musste jetzt heute auch nichts mehr parsen. Und ja, Eval setzen wir schon ganz lange nicht ein, aber auch ein JSON.parse kann ich mir da sparen. Ich könnte aber auch alternativ dazu einfach hergehen und sagen, wenn ich mein Objekt jetzt schon habe, Person, Punkt, was weiß ich, ID ist gleich 4711. So, und wenn ich den dann mache mit meinem Console, gehe dann hierher und mache ein Console.log und gebe dann einfach aus Person, Punkt, und da habe ich meine ID. Ne? Also auch sowas kann ich direkt machen. Ne? Das liegt eben in der Natur von JavaScript, dass ich eben sagen kann, ich kann mir auch on the fly die Properties definieren, die ich haben will. Oder ich kann mir sie sozusagen direkt aus JSON geben lassen, die Objekte. Ne? Dynamisches Erzeugen und Zusammensetzen von Objekten. Ich kann in JavaScript auch Klassen machen. Oh Wunder, oh Wunder. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil das, was man da machen kann an der Stelle, ist, dass ich hergehe und dieses Schlüsselwort Function nehme, um eine Klasse zu definieren. Und das verwirrt zunächst mal, weil ich da plötzlich das Schlüsselwort Function stehen habe und da drin habe ich wieder Function stehen. Und kein Mensch weiß, wo das herkommt. Wir machen es mal. So. Das ist die Deklaration einer Klasse. Und man denkt sich, Moment mal, da steht Function, Funktion, Übergabewerte, Rückgabewerte. Nein, das ist die Definition einer Klasse. Das ist ein Objekt, was ich mir da definiere, wenn ich es gleich zuweise. So, und ich kann private Variablen in dem Ding haben. Ich kann aber auch öffentliche Variablen haben, die ich nach draußen gebe. Dafür ist das Schlüsselwort this zuständig.
was weiß ich, Heinz oder Erna oder was einem da immer einfällt. Ja? Das Ding ist dann sogenanntes Property, ne? Das kennen wir auch von C-Sharp, Getter und Setter. Da steht er, this.name. So, wenn ich mir jetzt eine Instanz von dieser Klasse anlegen will, dann mache ich das ganz einfach so, var p ist gleich new person. So, und ich kann dann auch hergehen und kann sagen, gib mir doch mal den Namen auf und mache dann hier auch wieder ein console.log. Das ist immer irgendwie besser als so ein Alert, wo irgendwelche Messageboxen durch die Gegend fliegen. Ne? So. Da steht der Heinz. So. Ja, also ich habe alles das, was ich sozusagen in C-Sharp habe. Ich schreibe da nur nicht das Schlüsselwort private hin. Wenn ich was public habe, schreibe ich this Punkt davor. Wie wir gerade sehen, name ist eine public Variable, die ich von außen erreichen kann. Demzufolge könnte ich natürlich auch, wenn ich es ganz sauber haben will, da richtig schön mit Gettern und Settern arbeiten, wo ich irgendwelche Validierungen mache oder sonstige Ideen. Dazu müsste ich halt eine entsprechende Funktion deklarieren. Wie sieht das Ganze aus? Das Ganze sieht folgendermaßen aus, dass wenn ich zum Beispiel x auslesen will, dass ich dann einfach sage this.getx ist gleich Function. Was ich kriege, ist ein Return x. Und kann dann beispielsweise hier auch auf den console.log mein x ausgeben. Das wäre dann p.get x. So ich denn jetzt alles richtig geschrieben habe. Auch das gucken wir uns an. Da ist unsere 47. Ja? Also auch das irgendwie nicht kein Hexenwerk oder sonst wie. Ja? Auch das kann ich machen. Ich kann mit Klassen arbeiten. Ich kann mir Klassen deklarieren. Ich kann auch Konstruktoren mit Übergabeparametern definieren. Wenn ich da oben in die Function einen Parameternamen reingebe, dann ist das ein Konstruktor mit einem Übergabeparameter. Wenn ich da drei Parameter reingebe, ist das ein Konstruktor mit drei Übergabeparametern. Alles da. Woran man sich gewöhnen muss, ist nur dieses komische Wort Function, was da vorne davor steht. Das ist erstmal schwer gewöhnungsbedürftig. Weil du denkst dir von C-Sharp, Klaas, wenn ich Function höre, das ist eine Funktion. Was soll denn das zum Teufel? Ja? Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist es eigentlich ganz normales Arbeiten mit Klassen, mit Objekten, die Member haben. Manche sind privat, manche sind öffentlich. Ich deklariere meine Funktionen, die ich haben will. Ist alles genau das Gleiche. Ja? Bis auf eine Kleinigkeit. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Und da sind wir beim Thema Vererbung. Ja, ich kann mit JavaScript auch Vererbung machen, das geht. Dazu gibt es so ein spezielles Schlüsselwort. Dieses spezielle Schlüsselwort nennt sich Prototype. Dafür braucht man ein Bild. So, jetzt sehen wir das nochmal mit den Objekten auf den Folien. Ah ja, übrigens, Namespaces kann ich auch machen, das sei nur am Rande erwähnt, das könnt ihr euch hinterher in den Folien nochmal durchlesen. Ich kann also auch sowas machen wie Namespaces in JavaScript, da steht das Stückchen Code, wie es geht. Ich definiere mir dazu einfach leere Objekte, ne? Weil das war DevCoach ist ein leeres Objekt. DevCoach Examples ist ein leeres Objekt. Ich missbrauche sozusagen Objekte, um Namespaces anzulegen. So, und plötzlich habe ich da lesbaren Code, da steht DevCoach Examples.pet. Naja, gut. Und ich kann eben auch hergehen und meinen Code logisch gruppieren, indem ich einfach Namespaces hernehme und Objekte einfach dazu missbrauche. Punkt. Ja, auch das ist kein Hexenwerk. Sieht halt nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Weil erst denkt man sich, hä, Klammer auf, Klammer zu, was soll denn der Käse? Aber wenn man das einmal gefressen hat, kann ich da lesbaren Code schreiben. Ne? Das ist lesbarer Code. Da habe ich auch eine Funktion toString, die rauskommt. Das verstehe ich, was da steht. Ne? Ich habe also hier wieder meinen Konstruktor, meine Parameter, die ich übergebe, ein Property, eine Funktion, alles ist gut. Gut, Klassen haben wir gerade gemacht. Klassendefinitionen haben wir auch gemacht. Konstruktoren haben wir auch gemacht. Einen haben wir noch, den haben wir gerade eben nicht gemacht. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich ihn gelassen habe. Genau. Das zeigt nochmal das, was wir gerade erwähnt haben. Und ganz schlimm, da die y gleich 42 ist plötzlich eine globale Variable. Das ist nicht so toll, ne? So, wenn ich was mit var deklariere, ist das privat. Wenn es ein this davor hat, ist es nach außen sichtbar und damit public.
Und Demutsansprüche habe ich halt entweder nur innerhalb von meiner Funktion Zugriff auf die Variablen oder eben auch außerhalb. Funktion hatten wir gerade auch. Den kann man vielleicht noch kurz anmerken. Ich kann auch sowas wie statische Funktionen machen. Da sehen wir es. Ja, indem ich ganz normal meine Klasse deklariere, also meine Datetime-Klasse, die kann jetzt auch wieder Member und Funktion haben, ganz normal. Und wenn ich halt sage, ich möchte auf dieser Klasse statische Member haben, so wie ich das von C-Sharp erkenne, ja, dann schreibe ich das einfach hin. Datetime knows gleich Function return new date. Oder return new name oder return string oder was auch immer. Auch das ist kein Hexenwerk, sieht nur ein bisschen anders aus. Ja? Also alles, was wir an Sprachelementen in C-Sharp haben, haben wir da eigentlich auch. Ja, nicht alles, aber fast alles. Ne? Funktionen haben wir, Klassen haben wir, Public, Private, alles da. Sieht halt nur ein bisschen anders aus. Gut. Es gibt aber etwas, und das ist anders, und das ist ganz anders, als man von C-Sharp erkennt. Prototypes. Okay. Jedes Objekt, was ich mir irgendwo definiere, hat einen sogenannten Prototype. Und hier sehen wir mal so ein bisschen die Abhängigkeit. Ich kann also ein Objekt hinschreiben, sowas wie Function B, und dann mache ich gleich New B, dann habe ich ein Objekt vom Typ B und sage B.Prototype ist irgendwas. Zum Beispiel MyID. Und habe das dann sozusagen in der ganzen Hierarchie drin. Das heißt, wir sehen das hier mal, wenn wir uns hochhangeln, bis zur Mutter aller Objekte, Object, das heißt, ich habe X, da habe ich eine Funktion B, hat die einen Prototypen, die kommt von A, dann geht die nachgucken, habe ich in A einen Prototypen, habe ich in Objekt einen Prototypen. Ja, das heißt, ich schreibe irgendwo eine Member-Deklaration hin und wenn das Objekt selber diesen Member nicht hat, vielleicht hat es ja ein anderes, von dem ich erbe. Dazu ein kleines Beispiel, das wollen wir uns da angucken. Denkt mal, das glaubt ihr mir, dass das funktioniert? Wir wollen uns gleich mal die Vererbung mit Objekten angucken. So definiere ich mir das. Ja, das heißt, ich kann auch auf ein Basisobjekt mir eigene Member dran klemmen. Das kennen wir irgendwoher, ne? Das Prinzip. Wie nennt man das denn in C-Sharp? Schon mit Extension Methods gearbeitet? Ja, wenn ihr Link macht, arbeitet ihr auch mit Extension Methods, ne? Punkt where, Punkt select ist ja nichts anderes. Das ist die Entsprechung, wenn man so will. Ja? Damit man so ungefähr so ein Bild hat, wo so halbwegs was hingehört. So. Und mit Hilfe von Prototype kann ich dann hergehen und Vererbung in JavaScript modellieren. Und auch dabei gibt es wieder ein, zwei böse Stolperfallen oder genau eine böse Stolperfalle, die man kennen muss, wenn man das macht, die eigentlich gar nicht so offensichtlich ist auf den ersten Blick. Die wollen wir uns mal angucken. Also bauen wir dazu auch gemeinsam ein kleines Beispiel. Also wir bauen uns eine Klasse. Nennen wir die mal Shape, ja. Ich könnte jetzt auch wieder mit Haustier und Katze und so anfangen, ja. Diese üblichen Beispiele, die man irgendwann nicht mehr hören kann. So. Das Ding kriegt eine interne Variable. Keine Ahnung, Area Name oder ID oder was mir auch immer mir einfällt. Ich besetze jetzt mal vor, von mir aus mit 50. So. Und ich kann dann hergehen und zum Beispiel Getter und Setter da drauf setzen auf den Ding. Das heißt, wir machen ein this get area. Na. Und geben die an der Stelle einfach mal zurück. Das wäre total gut, wenn wir da auch Function hinschreiben. Ich bin heute Morgen noch nicht ganz wach, das ist ganz schlimm. So. So, sieht fast gut aus. Brauchen wir den Strichpunkt hinten? Ich glaube, den brauchen wir gar nicht, ne? Werden wir gleich sehen. So, und dann haben wir eine Set-Funktion. Und die setzt das Viech. Also Function, die kriegt einen Value übergeben. Und der Value setzen wir auf Area. Also Area ist gleich Value. So, ich glaube, den da oben brauchen wir gar nicht. So. Dann definieren wir uns eine zweite Klasse. So. Und jetzt kommt die Ableitungshierarchie. Ich will dafür sorgen, dass Square sich von Shape ableitet. Was ich also mache, ist, dass ich sowas hier hinschreibe. Und hätte damit meine Ableitungshierarchie
formuliert. Also ich kann auch in JavaScript Vererbung machen. Dazu benutze ich den Prototype, um das Ganze hinzukriegen. So, wenn ich das jetzt gleich syntaxmäßig richtig habe, wollen wir mal gucken, was da so passiert. Ich mache also den hier jetzt. Das heißt, was wir zum Beispiel jetzt mal setzen könnten, ist, dass wir dann sagen, shape 1. Set Area, was weiß ich, 100, passt ganz gut, weil der andere 50 ist. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Und so wie wir denn keinen Syntaxfehler gemacht haben, sollte das gleich passen. Das heißt, wir geben ihn einfach mal aus und sagen dann shape.getArea. Ups, so. Dann gucken wir mal. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hey, wir werden besser. So, ja? Auch das kein Hexenwerk, ne? Jo, Klassen mit JavaScript, Vererbung mit JavaScript. Dankeschön. Aber, so, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir mal her. Und machen sowas hier. Halt. Ich definiere mal einen zweiten Shape, Shape 2, und sage auch, das ist New Square. Schreiben sollten wir noch können, ne? Das wäre total gut. So, New Square. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. So, auch ein Lock, und jetzt mache ich ein Shape 2 und sage da auch ein Get Area. So, und wer weiß denn, was da jetzt passiert? Was passiert, wenn ich das jetzt ausgebe? Oder was sollte passieren? Was kommt da raus beim zweiten Console-Log? Bitte? Vielleicht eine 50. Andere Gebote? 150? Nee, ein Edge steht da nirgendwo. 150 ist unwahrscheinlich, ne? Bitte? Eine 100 ist das andere Gebot. Ja, ich meine, wenn ich so blöd frage, 50-50 Chancen. Entweder steht da 50 oder 100 drin. So, wollen wir mal gucken, was da drin steht. Die Herrschaften hier vorne wetten noch um das nächste Bier. Wir haben gesagt 42. 42, super. 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Würde jetzt hier 42 rauskommen, ja, und keine Syntax-Error, hätte ich hier ein großes Problem, aber da kommt 100 raus. Und dann hätte ich gesagt, irgendwas haben sie bei Google magisch gemacht. Ja, ja, es gibt so eine Ecke, die werden wir gleich sehen. Die ist ganz witzig, wenn man JavaScript in Chrome ausführt. Das Ding hat mich 2 Stunden Arbeit gekostet, aber da kommen wir gleich noch. Da steht 100 drin. Wieso steht denn da jetzt nicht 50 drin? Das sind doch 2 vollständig voneinander getrennte Objekte. Das ist die 2. Stolperfalle. Neben der Memorization, die wir eben gesehen haben. Und die ist böse. Ne? Du sitzt da und baust und irgendwann denkst du dir, das kann doch nicht sein. Ja? Und auch wenn man zu blöd ist, wie ich am Anfang zu tippen, ja, irgendwann schriecht man es dann doch irgendwann hin und wundert sich trotzdem. Das kann doch nicht sein. Der Trick ist folgender. Gucken wir uns den Code mal an. Mal ein bisschen größer. So. Das hier ist eine Metainformation. Was passiert da? Da wird genau ein Shape-Objekt in den Speicher gelegt, ne? Ein einziges. Ich habe aber jetzt 2 Instanzen, die ich von Square anlege. Also habe ich 2-mal Square im Speicher liegen. Ne? Die verweisen aber auf den gleichen Prototype. Das Ding ist static. Wenn ich also statische Variablen haben will, so wie ich das in C-Sharp beispielsweise mache, dass da steht ein private static string, Nachname gleich Horst, dann ist das der Weg, um das zu tun. Wenn das beabsichtigt war, ist das in Ordnung. Aber in der Regel ist das eher unbeabsichtigt. Ja? Was da passiert wird im Speicher, ein Shape-Objekt wird angelegt, 2 Squares-Objekte, aber die verweisen im Prototype auf den gleichen Shape. Und da habe ich nur einen einzigen davon. Statisches Verhalten. Ganz wichtig, auch das gehört auf den roten Merkzettel. Nochmal. Auch in die Prototype-Zahl 2. Nee,
Nee, nicht die Prototype-Zahlen, das sind Metadaten, aufgepasst. Ne? Das ist Reflection-Information, wie in C#. Wenn ich also eine neue Reflection-Information umsetze, ersetze ich die alte. Also ich habe nicht etwa hier zwei Prototypes, die da in der Gegend rumliegen. Vorsicht, das sind Metadaten. Was ich machen muss, ist Folgendes. Dass ich hergehe und in dem Square ihm sage, durch den da, mache bitte eine Speicherisolierung für private Member. Weil nichts anderes ist es ja. Ne? Ich will ja, dass jede Instanz von Square ihr eigenes Area hat, ihre eigene Instanzvariable Area. Und der sorgt genau dafür, dass dann JavaScript hergeht und eine Speicherisolierung macht und wirklich zwei Kopien von dem Ding anlegt. Okay? Ganz wichtig. Zweite richtig böse Stolperfalle, die wir in JavaScript haben. Und auch das ist anders, als man es von C# her gewohnt ist. Deswegen muss man den an der Stelle kennen und verstehen. Böse Falle. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Gucken uns das Ganze wieder an. Ups, Share habe ich da oben hingeschrieben. Zu blöd zum Schreiben, es ist unglaublich. Shape muss es natürlich heißen. Und da stehen die 100 und die 50. Gut, soweit dazu. Ja, das ist eigentlich das Handwerkszeug, was wir in JavaScript haben. Mehr ist das nicht. Kein Hexenwerk, oder? Muss man nur einmal gesehen haben, die beiden Dinge abgespeichert haben, fertig, Thema durch. Sich hinsetzen, mal ein bisschen üben. Ja, was einem so ein bisschen fehlt, ist IntelliSense. Ne? Aber es ist klar, JavaScript ist eine typlose Sprache. Visual Studio gibt sich da Mühe, wie wir gerade gesehen haben. Chrome gibt sich auch eine ganze Mühe, um sowas hinzukriegen. Mit Visual Studio 2012 wird das Ganze noch ein bisschen besser. Aber es ist, wie es ist. Das ist JavaScript. Wenn wir Applikationen für den Browser schreiben wollen, da können wir ewig drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Entweder machen wir das oder wir lassen es bleiben. Ich habe eine harte Reise hinter mir, weil ich bin eigentlich ein alter C++-Mensch. Ich mache das jetzt zum dritten Mal mit. Von C++ nach COM, von COM nach .NET und von .NET jetzt Richtung JavaScript auf dem Frontend. Na, das ist unser Job, müssen wir durch, ob wir wollen oder nicht. Gut, jetzt können Sie schimpfen, weil ich war damals bei Microsoft einer, die dafür verantwortlich waren, .NET in Deutschland in die Menge reinzutreiben, aber es ist, wie es ist. Gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt mit diesem neu gewonnenen Wissen so alles treiben können. Thema Patterns. Hey, wieso mache ich den zu? Den brauche ich doch gleich noch. Was soll denn das? So. Also Inheritance haben wir gesehen. Das Static haben wir uns auch angeguckt mit den Membern. Patterns. Da gibt es sowas wie eine, wie heißt dieses undefinierbare Wort? Intermediate Invoked Function Expression. Das heißt, ich kann eine Funktion definieren und die Funktion wird auch sofort ausgeführt. Das ist das, was wir hier unten jetzt sehen. Und jetzt fragt man sich im ersten Moment, oder im Rheinland sagt man, was soll der Quatsch? Ja? Was soll ich damit? Stellen wir uns mal vor, wir haben also eine Applikation, die sowas wie einen Warenkorb darstellt. Ja, das heißt, da läuft irgendeine Applikation im Browser und ich brauche einen Warenkorb, in den ich was reinlege, in den ich was raushole oder wo ich was reinschreibe. Dann könnte ich mit Hilfe dieses Patterns sowas wunderbar zusammenbauen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege. So, das heißt, wir machen erstmal sowas. So. Wir definieren uns einen Basket. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? So. Damit wir richtig alles ordentlich machen, machen wir da noch eine Function, Klammer drum zu. So, dann ist das meine Function, die ich habe. Und da will ich gleich irgendwas Tolles drin treiben. So, dann geht die Klammer für die Function wieder zu und ich rufe sie direkt auf, deswegen kommt da Klammer auf, Klammer zu dahinter. So. Das ist jetzt der erste Schritt. Jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und sowas machen, weil ich da irgendwas reinlegen will. Das heißt, ich definiere mir wieder ein Array. Und jetzt will ich auf dem Ding irgendwas machen. Das heißt, ich möchte später irgendwie in der Konsole sowas schreiben können, dass ich zum Beispiel sage, console.log ist gleich Basket, was weiß ich, zum Beispiel sowas hier.
Oder auch sowas hier. Na, Count wäre besser, ne? Count kann man lesen. Ja? Und ich möchte das Ding wirklich als Objekt benutzen, was aber auch Funktionen direkt drin hat. Das heißt, jetzt ist meine Aufgabe, wie deklariere ich denn da meine Funktion, wenn ich auf dieses Ding zugreifen will. Das ist ein bisschen eine kranke Syntax. Die muss man nicht verstehen, die muss man nur wissen. So. Und jetzt ganz wichtig, bitte nicht sowas machen hier. Weil wenn ich sowas mache und da meine Funktion drin deklariere, dann kriege ich das mit einem Syntax-Error bestraft. Zumindest wenn ich es in Chrome ausführe. Das hat dann nämlich so auszusehen. So. Dann mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, das heißt, wir sagen, Count wollen wir haben. So, und Count ist eine Function, die uns an der Stelle ein Return zurückgibt. Und was soll die zurückgeben? Die soll uns Items von Length zurückgeben. So. So. Wenn wir es jetzt halbwegs richtig gemacht haben, sollte das funktionieren. So, Count Add Item haben wir noch nicht, dann bauen wir den Add Item noch da rein. So. Der AddItem ist dann auch eine Function, die kriegt ein Item übergeben. Und das Item können wir jetzt mal hier reinlegen, indem wir einfach sagen items.push von Item. Was mich wundert, dass ich immer noch keinen Aufschrei höre, von wegen Security. Wo prüfen wir denn unsere Argumente? Aber gut. So, ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe. Da hinten vielleicht noch ein Komma. Da wir sozusagen eine Funktionssammlung haben. Und wenn das jetzt stimmt, dann sollten wir da gleich sehen, Fritz, und dann sollte danach eine 1 stehen, wenn wir es gemacht haben. Gucken wir mal, ob wir es richtig gemacht haben. Fangen wir mal langsam an. Ups. Na. Ist es denn wahr? So. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, das heißt, jetzt machen wir mal den hier. Console. Log. Nö, brauchen wir eigentlich gar nicht. Den können wir direkt hinzufügen. Den müsst ihr direkt haben. Da ist unser Basket. Punkt. Gucken wir mal, ob er unseren Add-Item auch hat. Oh Wunder, da unten ist er. So. Na, komm her. So. Da steht unser Fritz und jetzt machen wir mal ein console.log und machen mal ein basket.count und gucken mal, was er uns ausspuckt. Und da ist unsere 1. Ja? Das ist ein Pattern. Warenkorb oder ähnliche Dinge realisieren. Ne? Wie gesagt, ganz wichtig mit der Klammer, weil wenn ich die hier oben reinsetze oder in die nächste Zeile setze, beschwert sich der Chrome, dass er sagt, ich habe einen Syntax-Error und du suchst dich tot und du verstehst es nicht. Ja? Also das noch so die kleinen Feinheiten am Rande. Aber ja, Funktionen, die ich direkt ausführe. Module-Pattern nennt man das Ganze. Ich kann mir so auf diese Art und Weise Module zusammenbauen. Okay? Da fehlt aber noch was, ne? Oder eben bei den Funktionen haben wir das auch nicht gemacht, ne? Ihr erinnert euch, eben die Funktion where, die wir geschrieben haben, ne? Da haben wir einfach so ein Prädikat übergeben und aufgerufen. Wer sagt uns denn, dass das überhaupt eine Funktion ist? Kein Mensch. Oder die Items, die wir da eben hatten, ne? Items.length. Ja, da gehen wir einfach mal davon aus, dass es ein Property Length gibt, weil wir dann Feld übergeben. Ja, und was ist, wenn wir kein Feld haben, wenn ich da 42 übergebe? Mal in den Hinterkopf packen und liegen lassen. Ja, ich kann da auch einen Try-Catch machen und das sieht genauso aus wie in C#, nur dass da nicht Exception EX dahinter steht. Machen wir gleich. So, ich kann dieses Module-Pattern, was wir da haben, dazu verwenden. Und das tippe ich jetzt nicht ein, weil mir da zu viel Tipparbeit ist. Und kann hergehen, um sowas wie Initialisierungsfunktionen ausführen. Also ein bisschen arg klein hier jetzt. Ne? Ich kopiere mir das mal raus, mache das mal ein bisschen größer, damit wir das auch alle verstehen und alle sehen können. So, und zwar, da gehen wir her, dann ziehen wir uns den jetzt hier mal rüber
damit wir das auch alle sehen können. So. Das ist zum Beispiel eine Prüfung, die wir da auch haben. Es gibt sowas wie Type Off, wo ich gucken kann, bist du denn tatsächlich eine Funktion? Ist ja alles dynamisch. Also muss ich nachgucken, der Objekttyp, den ich da, was ist das? Ist das ein Object? Ist das eine Funktion? Und ich kann das Ding im Wesentlichen hernehmen, um sowas wie Initialisierungsfunktionen auszuführen. Das sehen wir hier. Ne? Wir haben hier Basket und übergeben das an Library von Function. Und da kommt sozusagen unsere ganze Klasse rein, oder unsere Funktion, die wir da ausführen, wird da reingegeben. Und hier oben prüfe ich dann, hat das Ding denn eine Methode init? Ja? Und ist der Member, den ich denn dann an dem Objekt habe, was ich an die Funktion dran gebe, ist das denn tatsächlich eine Funktion? Und wenn das eine ist, dann rufen wir die auf. Ja? Module Pattern mit Initialisierung. Auch das oben etwas gewöhnungsbedürftig, aber klar, dynamische Sprache, wie soll ich denn rauskriegen, was ist? Ne? Wie wir Objekte prüfen können, ob die null sind, ist klar, haben wir eben einfach gesehen, mit einem Ausrufungszeichen-Operator vorne davor. Aber wenn ich wissen will, ob ich denn da tatsächlich eine Funktion übergebe oder ob der Member, den ich da erwarte, tatsächlich eine Funktion ist, das ist der Weg, Type Off. Gut, in C-Sharp haben wir auch einen Type Off, der gibt mir dann den konkreten Typinstanz zurück, aber ich habe hier ja keine Typen. Und auch hier nochmal, ne, dreifaches Gleichheitszeichen. Gut. Ein Pattern an der Stelle. Was wir auch haben, Singletons kann ich mir auch basteln. Sehen wir hier, wie das geht. Ja, das heißt, ich gucke tatsächlich nach, ist das denn eine Instanz, die ich da kriege, also ein Objekt, ist das eine lebende Instanz? Ja, und wenn ja, gebe ich diese Objektinstanz zurück. Singleton. Ja, in C-Sharp habe ich da mein static current gleich new irgendwas. Auch das geht in JavaScript, da steht, wie es geht. Auch das ist eine Frage der Syntax, ist alles da. So, was haben wir noch? Zwei Stück noch. Publish und Subscribe. Auch das können wir mit JavaScript machen. Das heißt, ich hänge mich an Events dran und ich möchte benachrichtigt werden, wenn so ein Event kommt. Das sind jetzt mal die Aufrufe. Dass man sagt, okay, ich will mich auf ein Login subscribe, ich will ein Subscribe auf ein Login machen. Und wenn einer jetzt in einem Dokument auf einen Button draufklickt, das sehen wir jetzt hier, Document Function Ready, das heißt, unser DOM wird geladen. Dann gucke ich mal, ob ich meinen Login-Button habe und wenn ich den habe, dann sage ich einfach so, jetzt mache ich mal Publish von Login mit dem Parameter hinten dran. Ne? Also wenn man so will, Eventverarbeitung an der Stelle. So, wir wollen uns das angucken. Wie gesagt, all das, was wir jetzt gemacht haben, könnt ihr euch doch hinterher auch nochmal in Ruhe angucken anhand der Sourcen. Das heißt, wir haben jetzt in Pattern hier sowas drin wie den Mediator. So, wir gucken uns das mal an. Oder wir rufen es erstmal auf. Wir rufen es einfach mal auf und gucken mal. So, ich gebe da also Hallo ein, gebe auf meinen Login hier unten und dann steht da Welcome und da steht Hallo dahinter. Jo, soweit so gut. Dann gucken wir uns das Zeug mal an. So, das heißt, wir haben hier so eine Mediator, den wir uns zusammensetzen. Dafür brauchen wir natürlich so ein Array, wo wir uns sozusagen die ganzen Subscriptions merken. Und dann haben wir einen Subscribe, der einen reinlegt. Und eine Funktion, die dann eben aufgerufen wird, wenn der kommt. Dann haben wir einen Unsubscribe, so nach dem Motto, nehme raus. Und Publish, leg das Viech rein. Und unsere Aufrufe sind dann oben einfach, da haben wir sie, ich mache ein Subscribe auf dem Login und hier unten mache ich meinen Publish. Also auch das geht mit JavaScript. Das sieht ein bisschen anders aus, aber im Kern ist das nichts anderes als Subscription oder Funktion in Array reinzupacken und aus dem Array wieder rauszuholen. Ja, auch das ist nichts Neues an der Stelle. Dann gibt es noch was, auch das wollen wir uns nochmal angucken, und zwar, wo haben wir ihn denn? Jetzt muss ich gerade kurz nachdenken. Nein, den gibt es nur auf den Folien. Und zwar,
Wenn denn der ein oder andere von euch schon mal mit JavaScript gemacht hat, asynchrone Funktion. Ja, das ist so eine Call-Chain. Das heißt, ich habe eine Funktion, wenn die fertig ist, ruft die eine andere Funktion auf, wenn die fertig ist, ruft die wieder eine andere Funktion auf und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe im Code nachher so ein Sägezahnmuster. Ne? Klassisches berühmtes Beispiel, ich mache einen Ajax-Call mit jQuery, dann gibt es da einen Success, dann gibt es da einen Failure und dann gibt es auch, was gibt es noch einen? Success, ich glaube, wenn er fertig ist, ich habe es nicht im Kopf, aber auf jeden Fall habe ich da jede Menge Callbacks, die ich aufrufe. Finished heißt da, glaube ich, ich weiß auch nicht genau, müsste ich gleich mal nachgucken. Aber Problem erkannt. Ne? Das heißt, was am Ende normalerweise rauskommt, ist sowas hier. Sägezahn. Was ich aber gerne hätte, wäre das da. Weil das sieht schön aus. So eine Aufrufkette, einen nach dem anderen. Das rechts ist lesbar, das links finde ich nicht mehr lesbar. Solche Ungetüme können wir auch mit Lambda-Expressions in C-Sharp bauen. Ne? Wo wir direkt unsere Funktionen inline deklarieren. Auch da kann man sich das Leben erleichtern. Indem man einfach sagt, man schreibt sich eine kleine Klasse, die sozusagen so eine Aufrufkette abbildet an der Stelle. Auch das sehen wir hier. Das vielleicht noch am Rande, um, ja, in Anführungszeichen, Code ein bisschen schöner und lesbarer zu machen. Aber wie gesagt, auch das, all das kann ich mit JavaScript machen. So. Damit wären wir eigentlich fast schon durch. Ne? Was ich euch zeigen wollte, ist, ja, auch Patterns kann man mit JavaScript umsetzen, genau wie ich es mit C-Sharp machen kann. Einen haben wir noch. Und dann haben wir noch ein bisschen Performance. Und dann sind wir eigentlich durch. Liegen wir gut in der Zeit? Ich glaube schon. Ja, Viertelstunde haben wir, glaube ich. Ne? Viertel vor sind wir fertig. Naja, 75 Minuten. Okay, passt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier einen kurzen Break. Es gibt noch ein Pattern, über das ich mit euch sprechen möchte, nämlich den sogenannten Iterator. Wer hat denn in C-Sharp schon mal Iteratoren benutzt? Okay, dann frage ich jetzt nochmal, wer kennt denn den Unterschied zwischen for und for each in C-Sharp? Ja, da geht schon ein, zwei Hände hoch. Na, for each arbeitet mit Iteratoren. Die nehme ich her, um Daten zu filtern. Die heißen in C-Sharp Enumeratoren. Wenn ich mir in C-Sharp solche Enumeratoren bauen will, habe ich dafür das Schlüsselwort yield. Der Compiler sorgt mit dem Schlüsselwort yield dafür, dass mir so eine Iterator-Klasse gebaut wird. Und das wollen wir uns gleich mal angucken, wenn man sowas mit JavaScript machen kann. Das soll unser letztes Beispiel sein, was wir machen. Das wird vielleicht ein bisschen länger und deswegen möchte ich jetzt an der Stelle sagen, kommen wir gleich darauf zurück. Denn ich hatte ja versprochen, wir wollen uns noch ein bisschen um das Thema Performance kümmern. Performance heißt immer zwei Stück oder zwei Dinge. Schnelligkeit und Speicherplatz, oder Arbeitsspeicher. Was anderes habe ich ja bei Performance nicht. Oder Werte, die ich in der Regel betrachte, wenn man es auf den Kern reduziert. Ich habe sowas in JavaScript auch wie ein Schlüsselwort Delete. Mit dem kann ich sozusagen Properties, die ich on the fly in ein Objekt reinschiebe, wieder rausnehmen. Die löschen aber nicht das Objekt. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen an der Stelle. Das sehen wir jetzt hier hinter uns. Und es gibt genauso, wie wir es in C-Sharp haben, zirkuläre Referenzen. Der Klassiker ist, ich habe ein Event, ich mache eine Subscription mit Plus gleich und ich nehme die mit Minus gleich nie wieder weg. Das heißt, auch wenn das Objekt, was diese Subscription hat, nicht mehr gebraucht wird, kann der Garbage Collector das nicht abräumen, weil er noch eine Referenz auf die Event-Methode hat. Deswegen habe ich mir das bei den meisten Klassen in C-Sharp angewöhnt, dass ich meine Event-Methoden immer explizit hinschreibe, damit ich in dieses Problem nicht reinlaufe. Oder mir eine Dispose-Methode baue, die die Per-Reflection das Event-Feld auf Null setzt. So. Das gleiche Problem habe ich in JavaScript. Das habe ich also in der Regel immer dann, wenn ich mit einem DOM arbeite. Also DOM-Manipulation, zum Beispiel mit jQuery. Ne, dafür ist jQuery ja gemacht. Ja? Das sieht man hier. Ja? Foo kann ich an der Stelle nicht wegschmeißen. Geht nicht. Warum nicht? Weil ich eine Referenz auf diese Funktion bar habe. Und selbst wenn das Objekt Foo nicht mehr gebraucht wird, da habe ich eine Event-Subscription draufgesetzt und wenn ich die nicht vorher wegnehme, habe ich Pech gehabt. Dann geht die erst weg, wenn ich eine komplett neue Seite aufbaue. Und so lange bleibt die im Speicher. Und wenn ich das extrem häufig mache, und ich mache das extrem häufig bei Webseiten, dann kann ich wirklich zugucken. Und gerade im IE kann ich dann zugucken, wie der Speicher flöten geht. Hm? Weil der Garbage Collector kann an der Stelle nichts mehr machen. Also, aufgepasst bei solchen Sachen. Dann lieber die Funktion außerhalb vom Scope explizit deklarieren. So wie man es in C-Sharp auch macht. Auch das ist genau das Gleiche. Dann haben wir noch einen Klassiker. Stringvergleiche. Das sind die Arten und Weisen, wie ich Strings in JavaScript
zusammensetzen kann. Und jetzt die Preisfrage, wer ist denn der Beste und wer ist der Schlechteste? Wer hat denn eine Idee? Das Gemeine ist, das ist browserabhängig. Ja? Und wenn man sich frühere Versionen vom Internet Explorer anguckt, die kommen mit einigen Dingen gut klar und mit anderen kommen die gar nicht klar. Da gibt es desaströse Ergebnisse. Und wenn ich sage desaströs, dann meine ich auch desaströs. Das sind irgendwie dreistellige Unterschiede im Faktor. Ja? Das ist genau wie in C#. Wenn ich mit Plus einen String zusammensetze und mache da zwei Strings und rufe das fünfmal auf, interessiert das keinen Menschen. Wenn ich das aber in einer Web-Applikation mache, die vielleicht, was weiß ich, 100.000 Requests in einer halben Stunde kriegt, ja, und ich ein paar Millionen String-Zusammensetzungen mache, dann wird das langsam interessant. Und genauso ist das in JavaScript auch. Wer am desaströsesten ist, ist der in der Mitte, mit dem Plus gleich, weil da drei Strings erzeugt werden. Immer der temporäre String, der sozusagen die Zusammensetzung enthält und dann die Zuweisung an den eigentlichen String. Die anderen halten sich so ungefähr die Waage. Ungefähr, wie gesagt, das hängt von der Browser-Implementierung ab. Aber den sollte ich, den zweiten, der hier da steht, den sollte ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Warum? Weil ich immer temporäre Strings erzeuge. Das im Hinterkopf behalten. Jetzt könnte man sagen, jo, da fehlt ja noch was, Regular Expressions, exakt, ist genau das gleiche Spielchen wie in C#. Ja, wenn ich Regular Expressions oft verwende, sollte ich die Dinger cachen. Ja, weil das Erstellen einer Regex teuer ist. Auch das hängt vom Browser ab, wie teuer das ist. In C# ist das extrem teuer, 150 Millisekunden ungefähr, eine Regex. Auch das interessiert mich bei 3 oder 4 Aufrufen, interessiert das überhaupt keinen. Wenn ich eine Applikation habe oder eine Web-Applikation, die richtig Dampf kriegt, wird das langsam interessant. Gleiches gilt für JavaScript. Aber auch da browserabhängig. Mal macht es der eine ein bisschen besser, mal der andere ein bisschen besser. Das ist auch versionsabhängig vom Browser. Ja? Der Firefox hat beispielsweise eine Optimierung eingebaut, was das Handling von Strings angeht, für diese zweite Art und Weise Strings zusammenzusetzen. Aber das hat er erst in der vorletzten Version gehabt und in der letzten Version ist es wieder ausgebaut worden. Und ich wollte hier kein Browser-Bashing betreiben, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal 5 Browser auf und dann gucken wir mal, ob uns Performance-Messungen an. Das kann man in einem eigenen Talk JavaScript-Performance machen, aber das gehört in der Einführung nicht hin. Nur mir ist es wichtig, dass ihr die Dinger im Hinterkopf behaltet, wenn ihr mit JavaScript anfangt. Also eigentlich alles halb so wild, ne? Wenn man sich einmal darauf einlässt. Wie gesagt, das ist eine psychologische Hürde. Das ist genau wie bei Windows 8. Wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, ja, ich will Transparenz, deswegen habe ich diesen Desktop-PC. Aber wenn man dann am Startbildschirm anfängt einzutippen und sagt DevEnv und plötzlich ist Visual Studio da, ist das eine feine Sache von der Suchmaschine her. Und wie gesagt, bei JavaScript muss man sich an die Syntax gewöhnen, das ist alles genau das Gleiche. So. Einen haben wir noch zum Schluss, und zwar Iteratoren. So. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Weil soeben in 5 Minuten kriegen wir den nicht zusammengehackt, deswegen werden wir den jetzt mal von der Folie nehmen. Ich hätte den gerne mit euch zusammen gebaut, aber da haben wir jetzt die Zeit. Wir gucken uns das erst an. Das heißt, was wir also hier sehen, ist eine Klasse, das ist unser Iterator. Der kriegt die Daten übergeben, der macht jetzt mal eine Prüfung. Sind die denn da? Und dann sehen wir sowas wie is, has und property. Das ist das, was ich vorhin sagte, ja, wenn wir dann ein Feld übergeben, wie können wir das denn prüfen? Ja, ist ein property length da, ja oder nein? Und wenn das nicht da ist, dann gibt es eben auf die Rübe. In die Rübe heißt, da ist eine Exception, die heißt Throw. Die kann ich dann mit Catch im Programm auch abfangen, wenn mir danach ist. Und auch einen aussagekräftigen Fehlertext meiner Wahl dahinter stellen. So, und ansonsten implementiert sich so ein Ding ganz genauso, wie wir das von C# mit einem Iterator auch gewöhnt sind. Ne? Ich habe einen Index, den ich setzen muss. In C# leite ich mir irgendwas ab von IEnumerator, Current, Reset, Move, Next. Ja, Current, Reset, Move, Next, da sind sie. Ich setze auch einen Indexer, ich übergebe meine Datenstruktur, ich habe meine Abbruchbedingungen in dem Move Next und ich simuliere dann hier mein For Each. Das heißt, ich mache mir ein Feld, hole mir den Iterator und laufe einmal drüber. Also auch das kein Hexenwerk, ne? Das kann ich auch in C# genauso runterhacken. So, wir gucken uns das mal an. Na, auch hier wieder die Beobachtung, Iteratoren dienen zum Filtern von Daten. So, damit es jetzt ganz ungewohnt wird, weil der braucht ja noch ein Sekündchen, bis der da ist. Ich glaube, da haben wir ihn unter Extras abgelegt. Da ist er.
Ja, tatsächlich kommt jetzt nochmal ein Stückchen C-Sharp-Code, damit man direkt vergleichen kann. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht C-Sharp hergenommen habe, sondern warum ich gesagt habe, ich mache das alles im Texteditor. Das zieht sich nämlich ein bisschen. So. Also Implementation von einem Iterator in C-Sharp. Wir leiten uns ab von IEnumerator von T, weil wir ja generisch sind. Da sehen wir den. Ich habe also eine Klasse, zum Beispiel MyStack, in dem ich einen Stack durchwandere. So, und ich einen Iterator für das Ding baue. Da sind sie. Ne? Ich leite mich von IEnumerator ab und was ich habe hier, ich habe meinen Current. Ich habe meinen Current. Ich habe meinen Reset, sprich gehe zu Anfang und ich habe meinen Move Next, mit dem ich weiter wandere. Was also anders gesprochen C-Sharp macht, wenn der eine For-Each-Schleife hat, um das Rätsel mal zu lösen, der macht sowas hier. Hole dir einen Iterator und solange du Move Next machen kann, gib das Implement an Current auf. Das ist der Unterschied zur For-Schleife. Und weil ich das ganz witzig finde, weil ich mit Hilfe von Iteratoren Daten filtern kann, oder mit Hilfe von Iteratorketten Daten filtern kann. Nichts anderes ist ja Link. Hätte ich das ganz gerne auch in JavaScript. Ich hole mir von einem Backend-Webend-Service, hole ich mir einen JSON rüber mit jeder Menge X-Objekten, lege die in den Speicher und will mir die da sortieren und durchsuchen und hinterher im UI anzeigen. Gleiche Suppe. So, wie machen wir das mit JavaScript? Wir gehen her und bauen uns den Iterator zusammen. So, das heißt, wir gehen hierher, da brauchen wir wieder ihn hier, lassen den fallen und schreibe hier mal 1, 2, 44, 55, welche gibt denn der mir zurück? Jeden zweiten, also müsste er dann zurückgeben, wenn er das richtig macht, 1, 44 und 99 zurückgeben, ne? Jedes gerade Element, weil wir mit minus 2 anfangen, wir gehen also alles auf den Nullten und lassen uns die mal ausgeben, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Voilà. 1,499, das ist das, was wir erwartet haben an der Stelle. Genau das gleiche wie in C-Sharp, Iteraturen. So. Und jetzt denken wir nochmal einen Schritt weiter. Wie gesagt, wir haben leider nicht mehr genug Zeit, sonst würde ich euch das gerne noch zeigen. In C-Sharp haben wir ja Select und Where, ne? Und das sind ja auch nichts anderes als Iteratoren. Und an diese Iteratoren übergebe ich Funktionen, nämlich mein Abbruchkriterium, mit dem ich eine Liste durchsuche, ne? Ihr erinnert euch, vorhin haben wir ja das Where programmiert. Da jetzt eine Funktion zu übergeben, die prüft, ist kein Hexenwerk. Wenn ich mir dann also in JavaScript ein eigenes Objekt mache, dann gehe ich her, mache mir eine Klasse, die heißt Enumerable, die kriegt diese ganzen Iteratoren und mein Objekt, was ich mache, kriegt einen Prototype und der ist meine Enumerable-Klasse. Und schon leite ich mich davon ab und kann genauso durchsuchen wie ein Link und habe Link in JavaScript. Auch das ist kein Hexenwerk, ne? Das ist nur eine andere Syntax. Patterns, alles da, kann ich alles machen. Ja, ich kann mit JavaScript richtig guten, wartbaren und performanten Code schreiben. Ich muss mich halt nur anstrengen, wie in jeder Programmiersprache. Der einzige Unterschied, den ich habe, dass ich wieder vom Visual Studio Bediener zum Programmierer werde. Weil bei Visual Studio habe ich IntelliSense, die mir alles abnimmt, da muss ich nicht mehr denken. Bei JavaScript fange ich wieder an zu denken. Das hatten wir schon mal, ne? Früher hatten wir C++, da mussten wir denken. Ja, ob das immer gut ist, ist eine ganz andere Frage, ja? Aber JavaScript zwingt mich mal wieder ein bisschen drüber nachzudenken und vielleicht hilft uns das vielleicht auch ein bisschen bessere, wartbare Programme zu schreiben, weil wir in Zukunft das ein oder andere Mal vielleicht doch mal wieder nachdenken. Weil im Browser wird das nämlich wieder interessant, ob eine Seite 5 Millisekunden dauert, um die zu laden. Gut, 5 ist ein bisschen schnell, ja, aber 3 Sekunden oder 4 Sekunden sollte das nicht dauern, bis eine Seite komplett mit allen Elementen geladen ist. Das kennt ihr selber. Ne? Da wird man ja heute schon ungeduldig, wenn man das neue Smartphone in der Hand hat und da kommt zack nicht die Wetterapplikation und man muss warten, weil da plötzlich die Eieruhr kommt. Das ist uncool. Ne? Da kriegt Performance wieder Bedeutung. Ja, auch wenn ich im Telefon mittlerweile einen Quad-Core drin habe. Ja? Und wenn auch meine JavaScript-Engines mittlerweile im Hintergrund Code kompilieren. Das wird plötzlich wieder wichtig. Faszinierend. Ne? Hatten wir alles schon mal. Ne? Alles nur neu, mit einem Unterschied, dass es jetzt alles im Browser läuft. Gut. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt oder Sie vielleicht Unterstützungsbedarf in Projekten haben, stehen wir gerne für Sie bereit. Ich bin heute noch bis mittags hier. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß noch auf der Basler. Dankeschön.